Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ich in der letzten Folge gesagt hatte, geht es heute los mit dem Löten. Also kommt mit und ich zeige euch, wie aus den beiden Teilen ein Ganzes wird. Als allererstes setze ich meine Schutzbrille auf und lege mir eine Schürze über meine Beine. Ganz wichtig für eine saubere Lötung, die lange hält, sind saubere, gut vorbereitete Flächen. Diese erziele ich über Feilen und Schmörgeln. Die beiden vorbereiteten Werkstücke werden eingespannt. Eine Seite wird mit Flussmittel bestrichen und leicht erhitzt, dass das Flussmittel eine weißliche Farbe bekommt. Die andere Seite wird ebenfalls erhitzt und das Lot verteilt sich auf der erhitzten Fläche. Wenn die Werkstücke bereit sind zum Löten, werden diese nun durch eine 1000 Grad heiße Flamme so lange erhitzt, bis der Fließeffekt einsetzt. Dann wird die Lötflamme weggenommen und mit einer Zange wird das Metall in einen Wassertopf gegeben zum Abkühlen. Wenn das Werkstück abgekühlt ist, wird es nachbearbeitet mit Schmirgelpapier und einem Poliergerät, damit das Werkstück wieder richtig schön glänzt.